Jorilla Plattenbau aus frei von Music! Au! Au, au, au! Was ist los, ihr Lappe? So, da kommen wir zum 17. Spieltag und hoffen mal endlich wieder auf einen Sieg. Und Christopher König gleich jemand ein. Ey, das gibt's nicht. Ja, jetzt braucht er hier ein taktisches Foul. Ja, kennen wir es. Ist okay. Ja, taktisches Foul ist ja kein Problem. Damit kann ich es dann verstehen. Jetzt haben wir hier unsere erste Möglichkeit. Die sieht gut aus. Die Ecke von Christopher Köhne. Guter Kopfball von Moritz Hartmann. Aber Robert Wulnikowski hat aufgepasst und kann den Ball sicher halten. Fennell war hier etwas weit von seinen Gegenspielern entfernt. Oh, Hartmann. Den hättest du reinmachen müssen, jetzt Würzburger Kicker. Jetzt spielen sie wieder gut oder was in der Defensive. Jetzt in Berlin spielt der Torwart Libero. Oh, bitte nicht. Langer Ball von Jonas Erding. Drüppel in die Spitze. Jonas Hartmann. Torhüter Robert Wulnikowski stürmt aus seinem Tor heraus. Und kann um Haaresbreite vor Halimi klären. Mann, warum haben wir nie so ein Glück? Bei dem wär rangekommen, wäre in den Pfosten eingegangen. So reingekullert. Weiter so, Jungs. Das erstmal sagen. Oh. Weiter so spielen. Jetzt haben wir doch mal. Dann geht's aber nicht weiter. Was ist denn los mit euch? In der Offensive so schlecht. Einfach schlecht. Nagy schlägt den Ball aus dem Halbfeld in den Strafraum. Doch die Flanke gerät ein bisschen zu weit. Uzelak und Jonas putzen sich an den Ball, leg ich ab, sodass der ohne weitere Berührung ins Tor auslandet. Geht drauf. Macht mal was. Schöne Aktion von Daniel Nagy, der von Sascha Schürmann gefoult wird. Gute Falsche. Das ist doch bestimmt. Ja, das ist das 1-0. Das ist das 1-0. Vernell darf den Freistoß schießen. Nimmt einige Schritte Anlauf. Schießt dann Vollspann durch die Mauer aufs Tor. Torhüter Siegmeier sieht den Ball relativ spät. Taucht aber blitzschnell in die bedrohte Ecke. Der Ball klatscht gegen den Innenpfosten von dort an den Kopf des Torhüters und dann ins Tor. Ich hab das schon geahnt. Ich hab das doch schon gar. Das gibt's doch nicht, wie schlecht wir spielen. Gegen den 16. kaum Möglichkeiten rausspielen. Das ist peinlich. Einfach nur peinlich, was wir da spielen. Jetzt der nächste Freistoß. Ey, wenn der auch reingegangen wäre, wäre ich ausgerastet. Was ist denn mit euch los? Ich bin aber auch nicht nach vorne. Voller Angriff hier. Was ist mit euch los? Drüppel vernascht rechts im Strafraum Rosbach und passt dann scharf die Mitte Hartmann, der aus 4 Meter einschiebt. Geht doch. Och, doch der gefährliche Schimmer befand sich beim Abspiel im Abseits. Der Treffer wird zurecht. Es gibt's doch nicht, Mann. Jetzt sind die Bälle drin. Jetzt geben die 10 auch alle nicht mehr. Schünemann will da mit dem Kopf durch die Wand, aber sein Distanz fliegt gut 1 Meter über das Tor. Komm weiter. Knifflige Entscheidung in Berlin. Jetzt gelb-rot für Christopher Kühne, ne? Nagy will im Strafraum eindringen und wird Strafkante von Burka zu Boden. Ey, nee, ist das jetzt wieder ein Elfmeter? Ey, nö. Ey, oh, Mann. 45 für Mundelfmeter. Was soll ich dazu sagen? Einfach nur peinlich. Es ist einfach nur schlecht. Ja, ich weiß, dass es einen Elfmeter in Berlin gibt. Und ich weiß, dass der auch drin ist. Darkfuß wirkt angespannt. Der macht ihn aber trotzdem. Ja, ist halt locker. Wir sind halt die schlechteste Mannschaft der Liga. Ist ja natürlich logisch, dass wir ja nichts reißen können. Ey, ich krieg die Krise. Muss ich nicht verstehen, warum wir so scheiße spielen. Warum wir so scheiße spielen. Das muss ich nicht verstehen. DFB-Pokal kann man verstehen. Gegen Dynamo Dresden kann man verstehen. Gegen Fortuna Köln unentschieden. Das ist peinlich. Gegen Würzburger Kicker 2-0 hinten in der Halbzeit peinlich. Ey, könnt ihr alle zusammenschlagen. Die haben den Monat kein Gehalt verdient für mich. Die würden von mir nichts kriegen. Keinen Cent. Wenn man Geld, muss man auch Leistung erbringen. Und die erbringen keine Leistung. Moritz Hartmann einfach peinlich, was der macht überhaupt nichts mehr nach vorne. Ey, strengt euch doch mal an. Mann, spielt doch mal nach vorne. Zeigt doch mal, dass ihr BFCer seid, was ihr am Anfang der Saison gemacht habt. Bis zum 14. Spieltag. Nur offensiv.
Und jetzt gar nichts mehr. Ich krieg die Krise bei sowas. Ich verstehe das nicht. Ey, mach den Ball doch einfach rein. Dann wäre doch alle, ist doch alle zufrieden. Voller Angriff. Und Würzburger Kickers kommt und macht der 3-0. Spielt nach rechts zu Tomic, der aus 17 Meter halb rechts probiert. Der Ball verfehlt das Tor. Aber deutlich. Mann, ey. Ich könnte gerade von innerlich platzig gerade. Nicht aufnehmen, würde ich die komplette Rechner durch ein Zimmer schmeißen. Jetzt macht doch mal voller Angriff! Was macht die? Die sagt voller Angriff, die erkacken da nicht mal eine Aktion nach 15 Minuten! Ich soll euch verzeihen. Mit einer der besten, die beste Offensive der Liga. Nix reißt die. Auch kein Berliner steht bereit. Das gibt's doch nicht. Nächste Möglichkeit. Hanimi wird auf rechts steil geschickt. Das ist eine Reingabe, klärt Monikowski in Höchstern noch vor dem Einschuss bereiten. Hartmann, Hartmann, der macht aber auch nichts mehr. Der macht nicht mehr, als er muss. Der macht gar nichts. Ich sag voller Angriff. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ihr müsst doch auch mal aufs Tor schießen. Zwei Aktionen, das reicht dann oder was? Verstehe ich nicht. Ich will zu hoch. Eine Möglichkeit. Ach so. Halimi mit einer schönen Distanzschuss aus 22 Metern. Bulikowski kommt nicht mehr ran und der Ball ist drin. Schön. 2-1. Weiter so. Macht bloß das nächste Ding. Die kommt jetzt. Johnny Fox heute für Christopher Burkhardt. Und Muhurivic für Erwin Trippel und Halim darf auf rechts. Darf der Youngster nochmal rein? Mal sehen, was Muhuvic denn noch bringt. Und Halimi, ja, der ist gut drauf. Ist der Einzige, der Form hält. Oder was bringt der? Der schießt die Tore. Und vielleicht trifft er heute nie. Vielleicht ist das ja die richtige Entscheidung, Hartmann mal früh aus dem Spiel zu nehmen. Die Möglichkeit kommt jetzt aber für uns, eine hundertprozentige, jetzt, die Flanke von Halimi kommt hoch in den Würzburger Strafraum. Nee, köpft den Ball über Wolnikowski hinweg, aber Fennell schlägt den Ball noch von der Linie. Ey, Mann! Das wäre es natürlich gewesen, keine Minute auf dem Platz, nee, macht das Tor. Johnny Fox gleich mit der gelben Karte, undurchsichtige Aktion an der Seitenlinie, am Ende erhält Johnny Fox die gelbe Karte. Jungs, weitermachen. Nicht aufgeben. Die nächste Möglichkeit. Muhovic schießt aus 22 Metern ab. Der Ball scheppert erst gegen den Innenpfosten und geht dann ins Tor. Wolkowski streckt sich vergeblich. Muhovic und Halimi machen's. Weiter so, Jungs. Jetzt drehen wir das Spiel. Das sind unsere Berliner, die mal hier eine Tore schießen. Jetzt fehlt eigentlich nur Nde als Joker. Der hätte ja fast den Ball schon reingemacht. Der war eigentlich schon, der Tor war schon geschlagen. Jetzt die nächste Möglichkeit. Köhne kann sich auf der linken Flügel nicht gegen Christian Dimiatis durchsetzen. Martin kommt zur Unterstützung, bekommt den Ball und flankt in die Mitte. Der Kopf von Muhovic kann Wolkowski noch abwehren. Noch den Nachschuss von Nde ist er machtlos. 3-2, wir drehen das komplette Spiel. Es machen die Jokers. Yes. Mann, so kann man sich doch vorstellen. So dreht man die Partie. Richtig gutes Spiel. Und wir machen jetzt weiter. Hundertprozentige. Gut bedient. Nee, der, wenn er im Strafe mit einem schönen Kopf durch aussteigen lässt und dann den Torschuss sucht, sein noch abgefälscht. Das geht einen Meter am Tor vorbei. Mann, Jungs. Jetzt das 4-2 und Würzburger Kickers sind geschlagen. Die sind aber auch gar nicht mehr im Spiel.
Wojnarowski stürmt heraus und pflückt das Leder und begräbt es unter sich. Würzburger Kickers haben keine Ideen mehr, ja, das sehen wir auch. Ist jetzt noch das 4-2 und dann ist das Ding hier gelaufen oder Würzburger Kickers kommt nochmal. Ne, wir haben nochmal eine Möglichkeit. Wieder eine gute, wieder eine hundertprozentige. Martin Werner flankt vor das Tor, wo sich Billig völlig verschätzt und den Ball vorbeispringt. Unbedingt schafft es Putze nicht, den Ball aufs Tor zu köpfen. Putze! Junge! Das muss doch das 4-2 sein. Wenn das so weitergeht, kommt Würzburger Kickers mit dem Kotter und machen das 3-3. Christopher Bieber jetzt für Fabian Weiß. Haben alle möglichen Wechsel durchgeführt, aber BFC macht weiter Druck. Ja, wir haben das Spiel unter Kontrolle. Schöner Angriff von Würzburg über Weil, Nico Herzig, der direkt flach nach innen flankt. Unsicherheit der Abwehr bescheren Würzburger Kickers eine Ecke. Wir machen jetzt Zeitspiel. Flügt den Ball sicher runter. Boah, Siegemeier hat die Ecke. Rosbach war nicht gut. Und jetzt nochmal Würzburger Kickers. Der Ball liegt im Tor, doch die Fahne ist oben. Und das zu Recht, Daniel Nagy. Stand vor seinem schönen Querpass auf Christoph Bieber im Abseits. Boah, wir haben nochmal Glück. Wir haben nochmal Glück in der letzten Aktion für Würzburger Kickers. Er stand im Abseits. Jetzt haben wir nochmal eine Möglichkeit. Am Ende einer Stunde kommt es zu treffen. Nee, für den BFC steht aber dabei im Abseits nicht so schlimm. Es ist die letzte Aktion. Die letzte Aktion. Und was für ein Spiel. Wir drehen das Ding komplett. Yes. Wir haben nochmal eine Ecke. Christopher König kloppt dir. Ist egal. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Johnny Fox eine 3. Schön. Nicht mehr entscheiden. Drücken. Dabei geht rüber. Okay. Halimi rechts außen. Gut gespielt. Und da ist es zu Ende. Wir haben den Sieg. Ich wäre fast im Spiel komplett ausgerechnet. Wir drehen wieder mal so ein krankes Spiel. Erste Halbzeit gar nichts gebracht. Fennell, der sieht mir richtig gut aus. Den müssen wir uns mal merken. Fennell, 65 ist 24. Wo kommt der denn eigentlich her? Kickers Offenbach. Kann richtig gute Freischüsse. Nee, eigentlich nicht. Aber Muhuovic kommt rein, trifft Vorlage. Und Indie, der kommt und trifft auch. Ja. Hartmann, da musst du dich jetzt mal ein bisschen anstrengen. Eine 4, wieder schlecht. Halimi rechts außen. Wird er jetzt eintrainiert oder was? Nein, 18 Spiele, 8 Tore und einige Spiele, Tore vorgelegt. Schon 8. Jo, das ist gut. Johnny Fox eine 3 für sein erstes Spiel oder sein zweites Spiel. Nee, sein erstes Spiel in der ersten Liga ist das okay. Gehen wir mal rein. Ergebnisse. Ja, wir bleiben damit Erster. Dynamo Dresden hat auch einen Lauf, so wie MSV Duisburg. Sandhausen auch. Haben trotzdem noch 5 Punkte Vorsprung auf dem vierten. Also es ist okay. Alles okay. Wien Wiesbaden wird 2-0 gegen Erfurt. Dresden zerstört Fortuna Köln. So hätten wir es auch machen müssen. Sandhausen gewinnt 3-0 gegen Sonnenhof Groß Asper. Chemnitz FC gewinnt 5-1 gegen Kiel. Münster nur 2-2 gegen Bayern 2. Duisburg gewinnt 3-2 gegen Aue. Wolfsburg in 2-1 gegen Mainz und Aalen und Stuttgarter Kickers trennen sich 1-1. Stimmen. Ich bin der gleiche Klaus Koster wie immer. Nur wegen einer Binde am Arm werde ich doch nicht mehr Persönlichkeit wechseln. Für das Lob für die erste Halbzeit können wir uns nichts kaufen. Da haben sie recht. Also in der ersten Halbzeit haben sie richtig gut gespielt. Aber in der zweiten haben sie komplett nachgelassen. James Holland. Ja, Muhovic, gut dabei. Teamleistung, mal wieder eine gute Note. Endlich mal, bester Spieler. Ja, Halimi halt immer noch. Burkhardt auch immer noch gut dabei. Boah, endlich mal Befreiung, ey. Johnny Fox kommt wieder rein. Nachricht, Moritz Hartwart ist frustriert. Ja, 430 Minuten ohne Tor, das ist schon hart. Muhovic. Johnny Fox wieder in der Reserve. Die spielen gegen wen? Gegen Fürstenwalde. Schnappt sich mal den hier und dann
Niklas Langkraft nimmt dich stehen und den Fox hier. So, dann gucken wir, was passiert. Ob sie jetzt wieder gewinnen? Wäre schön. Gewinnen sie 2-0 Hände mit gutem Spiel oder was dann? Wir gucken uns mal dieses Ergebnis an. Herrliche FC wieder ein. Ist der 16. Die FC Union Fürstenwalde, Niklas Landgraf, richtig gute Note, eine 1,0 Bernhard Hände mit einem Spiel, endlich mal wieder, wird er sich sagen. Und endlich mal ein gutes Spiel, Philipp Grüneberg, 1,5, richtig gutes Spiel auch von ihm, David Breik, 15 Spiele, 11 Tore. Daniel Kaiser, Lukas Rehbein, Sowarski, Kaspi, Johnny Fox wieder, 2 Spiele hintereinander. Dago nur 3, aber Niklas Landgraf, das ist gut, das freut mich für ihn. Eine 60. Wenn er so weitermacht, kann er auch in der Stamm, also in der ersten Liga für Christopher König spielen. Weil das halt Christopher König ist 24, Niklas Landgraf ist 17, noch ganz junger Bursche. Wir lassen erstmal die Saison zu Ende spielen und gucken, was aus ihm wird. Weidlich ist wieder fit, schön. Maximilian Dallhorf ist noch angeschlagen. Müsste jetzt auch wieder nach vorne. Wir sehen Duisburg gegen Bayern, Aalen gegen Wien und ja, wir gegen den Hallische FC. Weidlich kommt auf jeden Fall mit. Jetzt mache ich was Verrücktes. Halimi kommt mal rechts aus und Uhovic kommt mit. Hindi Eder freut jetzt vom Anfang an, ist doch klar. Hat sein Tor gemacht. Hat auch gut gespielt. Höchster Formgewinn von Johnny Fox. Zusätzlich ist nochmal verbessert. Kartverkauf läuft besser als erwartet. Maximilian Dallhorf ist angeschlagen, weil ich wieder mit Niklas Landgraf. Trainingsziel erreicht. Schön, robust sein. Das muss man weiter trainieren. Das ist wichtig. Dass er sich auch durchsetzen kann. Maximilian Dallhorf kann natürlich jetzt auch mitkommen. Patrick Arkay spielt sich aber auch immer besser rein. Aber maximal in Dahlhoff, wenn der ordentlich wieder durchspielt, dann ist er locker wieder auf seine 57 oder 60 sogar. Dann kann er hier Kai wieder verdrängen. Kaspi gefällt mir auch gut. Der Sechser. Sieht doch gut aus. Wir gehen in die Aufgaben. Also in der Taktik besser gesagt. Aufgaben ist was anderes. Fuholm. Putze schnappt sich den. Lindemann. Gute Sonderbewahrung. Köhne gegen Pfeffer. Burkhardt gegen Ademir. Ja, das ist eine gute Abwehr. David Robin Urban. Ex-Kieler. Nee, ist der nicht. War doch der David, hieß er doch, ja. So, wir gehen weiter, gehen in die Mannschafts-, also nicht Mannschafts-, doch eigentlich ist der Mannschafts-, wir quatschen ja mit den Jungs. So, Halimi, du trainierst sensationell. Weidlich, du hast gut trainiert. Kann man ja nicht sagen, ja. Ist die Saison sogar besser als letzte, weil da war ja wirklich gar nichts bei mir los. Selak. Und Muhovic. Der uns wieder mal den Arsch gerettet hat. Wer kann's halt? Patrick Brendel, du musst körperlich stärker werden. Zuckt mit den Schultern. Ich glaube, mit Martin Wagner habe ich schon mal. Nee, noch nicht. Moritz Hartmann. Schünemann. Gib im Training alles. Oh, macht er sogar. Tim Siegemeier kannst du auch nicht loben. Christoph Burkhardt. Schneid abkaufen. Bin auch nochmal zweimal und dann ist auf glücklich. Das gefällt mir. Ist doch Christopher Burkhardt, ist doch unser Mannschaftskapitän. So. Er ist beidfüßig, ne? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja. So, dann sehen wir uns gegen den Hallische FC. Also haut rein, bis dann und ciao.